Ich habe so auf diesen Moment gewartet, Link. Oh nein, ist das etwa... Für meinen Bruder! Es ist ein Jäger, der eine neue Waffe hat. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir befinden uns hier in der Jahrtausendbaumhöhle, beim Jahrtausendbaum, oder besser gesagt unterm Jahrtausendbaum, beim Daphnusberg, ja. Und hier unten haben wir in der letzten Folge einen Raubschleim geklatscht, ein paar Flederbeißer zerstört und ein paar Fische gefangen und Pilze gesammelt und was Gott noch alles gemacht. Und dann gibt es hier noch eine kleine Höhlenabzweigung, wo wir jetzt hineinschauen. Vorneweg, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und wenn euch mein Content gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen und mich sehr unterstützen. Schaut doch in die Videobeschreibung, dort findet ihr Links zu meinen Social Media Accounts auf Twitter und auf Discord. Ne, nicht auf Discord, sondern auf Instagram. Dort werdet ihr auch benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. So gut es eben möglich ist. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Eine weitere riesige Wurzel inmitten eines Tümpels. Wo führt mich das hin? Das Spiel will mich, glaube ich, dazu verleiten, dass ich da raufklettere. Dann tue ich das mal. Und sammle währenddessen die paar Leuchtpilze hier ein. Bin gespannt, was es hier noch gibt. Oh, was ist denn da an der Decke? Ach, gar nichts, das ist nur ein Konstrukt von irgendwas. Wo bringt mich das hin? Hier kann ich auf jeden Fall kurz Pause machen. Aber ist gut, Link muss nicht abkratzen. Oh, guck mal. Unsere kleinen Eidechsenfreunde, die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Die Klammerechsen. Und weiter rauf geht's. Hops. Und hops. Wo komme ich denn hier hin? Als ob wir jetzt tief runtergesprungen sind. Und da klettern wir gerade unter dem Daphnusberg umher. Da ist auf jeden Fall ein Erzbrocken, den ich ganz gerne mitnehmen würde. Also gib mir mal meinen Trümmerstückhammer. Ja. Ein opalender Mensch-Stein. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Sonst was hier? Nein. Gut, klettern wir die Wurzel weiter rauf. Und hier kommen wir irgendwie zu weiterem Wurzelwerk, wie mir erscheint. Oh, sag bloß, ich habe hier einen weiteren Standort von Ramdas Schatz entdeckt. Probier jetzt mal was aus. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der eine durch die Funkelfrucht auch geblendet wird und ich beide bekommen kann. Nein, kann ich nicht. Schade. Bombenpfeil kann ich auch nicht benutzen, denn dann gehen sie kaputt. Heißt, ich kann wohl immer nur einen auf einmal bekommen. Wenn zwei aufeinander picken. Schade, actually. Diese Pfeiler sollen, die überall in den Wänden stecken, haben irgendwie schon darauf hingedeutet, dass es hier ein weiterer Ramda-Schatz geben könnte. Und so war es auch. Beziehungsweise so ist es auch. Sehr schön. Schauen wir mal, was sich dort verbirgt. Sieht mir zumindest hart nach einer von Ramdas Schätzen aus. Der legendäre Räuberkönig. Oh, da sind noch mehr dieser Echsen. Was könnte ich denn sonst noch ausprobieren? Irgendeinen anderen Pilz? Eine Elektrofrucht? Ja, ich habe halt nur eine. Ich habe halt nur eine Elektrofrucht. Eine Feuerfrucht?
Nicht, dass die dann irgendwie gegrillt werden oder so. Ich weiß es nicht. Topas könnte man auch verwenden, theoretisch. Was? Schlammchili vielleicht? Moment, ist das jetzt nur einer? Ne, es sind zwei. Da sind sie. Ja, es geht! Oh mein Gott, krass! Es geht! Jawohl! Ich habe dann nur ganz kurz Zeit, weil die gleich wieder auftauchen aus dem Eis. Aber es geht! Oh mein Gott, ja, nice one. Weiß ich Bescheid. Und hier befindet sich die Stiefel der grimmigen Gottheit. Oh mein Gott, was? Stiefel eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstürzenden Mond bedroht wurde. Sie erfüllen den Träger mit der Kraft eines Gottes. Das boostet die Angriffskraft. Oha, wie geil ist das denn? Das ist einfach ein Teil von einem Outfit, das du in Breath of the Wild nur durch eine Amiibo bekommen konntest. Und zwar ist das aus The Legend of Zelda Majora's Mask. Krass. Hat aber nur eine Stärke von 3 insgesamt, aber boostet meine Angriffskraft. Ja gut, das hat auch nur eine Stärke von 3, also können wir es theoretisch gleich anlassen. Wie geil ist das denn? Episch. Gut. Springen wir durch die Decke und gucken, wo wir hier herauskommen. Ah. Hier. Ja, sehr schön, sehr schön. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns hier beim Daphnusberg in der Umgebung noch ein bisschen um. Um sicherzugehen, dass wir auch nichts verpassen. Heißt, ich schwing mich auf mein Pferd. Nach vorne messen möchte. Wo ich es eben gut hinstellen kann. Und zwar wäre das genau hier. Du wartest bitte hier auf mich, bis ich mit dem Erkunden fertig bin. Und wie ich sehe, beginnt es gleich wieder zu regnen. Leider. So, was gibt's denn hier so für schöne Sachen? Oh, ein kleiner Steinkreis. Gut, dass ich hier raufgesprungen bin. Hallo, Mr. Krog. Einfach schon 40 Krog-Samen. Nice one. Ja, sehr schön. Was geht da unten ab? Der Brunnen ist von Miasma verseucht. Oh mein Gott, was? Hilfe. Sollte ich mich fürchten? Ich weiß es nicht. Wir schauen gleich mal darunter. Wir könnten uns ja theoretisch ein Gericht oder eine Medizin zubereiten, die uns Miasma resistent macht. Resistent, Verzeihung. Mit diesem Gedöns hier. Als Kochzutat verleiht er Resistenz gegen Miasma, genau. Ich hoffe mal, dass das... ich weiß halt nicht, ob das als Monsterzutat gilt oder nicht, aber da es nicht so weit unten aufscheint bei den anderen Monsterzutaten, denke ich mal, dass das keine Monsterzutat ist. Aber was wirklich anderes haben wir ja nicht, was mir erstmal resistent macht. Ich wüsste zumindest nicht was. Da tanzen Elektrozauberer rum. Ich überrasche den jetzt einfach mal geschwind und da hinten ist wieder ein Bockboss unterwegs mit seinen Freunden. So, dem Kollegen donner ich jetzt erstmal hier. Was donner ich dem ins Gesicht? Kommst jetzt sowas hier ab? Was ist das? Was ist das? Ja! Und da fliegt er. Und gute Nacht! Nice. Gar nicht zum Angriff kommen lassen. Und wie üblich droppt er nichts anderes außer seinen Zauberstab. Welcher nicht mehr Blitzstab, sondern nun. So, der hat einen Sonar. Was? Das ist ein Sonanim-Schwert? Was zum Geier? Was ist ein Sonanim-Schwert? Hä? Topaz-Stab ist das in Kombination. Okay. Sonanim-Schwert plus Topaz. Aus einem gefertigtes Schwert der Sono. Bei Synthese der Worte. Das ist natürlich.
Okay, interessant. Kann das Ding irgendwas Spezielles? I mean, es sieht interessant aus. Sieht aus wie ein Zauberstab. Achso, ne, ich möchte bitte nichts werfen, nein. Aber es fungiert auch wie ein Zauberstab aus Breath of the Wild. Kannst damit Elektrokugeln schießen. Nice. Gut zu wissen. Ich frage mich, ob das auch möglich ist, wenn du einen Topas auf andere Sachen, zum Beispiel einfach einen Stock drauf klatscht, ob das dann auch möglich ist. War ich da unten überrascht, jetzt auf jeden Fall mal. Ich hoffe mal, das fliegt soweit. Nein, tut es natürlich nicht. Oh nein. Das ist nicht gut, wenn die da in der Nähe sind. Wow, aber durch den Regen wird das hier auf jeden Fall ordentlich verstärkt. Krass. Gut, probieren wir mal unseren Schubstock aus. Bin gespannt, was da passiert. Oh nein, der hat einen Bogen. Der hat einen Bogen und der schmeißt schon wieder seine Kumpels nach mir. Alter! Ah ja gut, dadurch, dass der jetzt instant kaputt geht, fliegen die natürlich nicht so weit. Aber ich kann es ja mal theoretisch an dir ausprobieren. Willst du mal ein bisschen näher kommen, Freundchen? Komm her. Lass dich doch nicht so weit von mir entfernen. Ja, ein bisschen in der Gegend herumfallen tun sie dann schon. Aber ja, ich glaube, man hat jetzt nicht die kompletten Ausmaße des Effektes gesehen, beziehungsweise der Waffe gesehen. Naja. Wir bekommen sicher nochmal eine Gelegenheit dazu. Nicht so schlimm. So, was habt ihr sonst noch hier gehabt? Aha. Steinaxt. Würde ich auch ganz gerne mitnehmen, actually. Einfacher Stock habe ich auch noch nie fotografiert. Okay. Machen wir das mal. Verdammt, ich hätte den Zauberer fotografieren können, ne? Crap. Hab ich vergessen. Tut mir leid. Ja, ja, nee, komm. Lass liegen, die Axt. Brauche ich ja nicht unbedingt. So, sonst habt ihr nichts hier gehabt. Na gut. Kümmern wir uns als nächstes um euch hier. Headshot! Wenn ihr mir schon so entgegenkommt. Oh, aufgepasst, der hat Feuerschelli dabei. Und der eine hat sogar mitgenommen. Der Kollege hat auch ein Ding ins Kirchen. Na, ihr wisst schon. Oh. Zerbreche gleich, okay, boom. Gib mir das mal, dankeschön. Bam, und. Boom. Boom, und. Boom. Oh ja, jetzt hat man es gut gesehen. Schleudert die ja wirklich gut weg. Hörst du auf damit? Du kannst gleich fliegen. Ins Gesicht und da geht er down. Du auch. Tschüss. Ist das cool, die fliegen ja wirklich keine Ahnung wie weit umher. Er droppt wieder schöne Sachen. Und du kannst auch gerne dran glauben. Und tschüss. Sehr schön. Das Geräusch, das dabei entsteht. Cool. Sehr nice. So, jetzt muss ich euch natürlich wieder überall hinterherrennen, weil ich eure Materialien gerne haben würde. Aber der ist ja eh nicht so weit geflogen, zum Glück. Und sonst. Da unten liegt noch was. Da liegt noch was. Okay. Gut, was sind das hier für Ruinen? Oh, da oben steht ein blauer Bockblind. Der Bombenfässer hat. Der hat Bombenfässer bei sich, aber ich mache jetzt mal die Synthese rückgängig, denn wir haben ja das Ding hier. Das hier wäre wahrscheinlich effizienter, aber egal. Ja, wobei. Gehen wir ihn schnell überraschen. Okay.
Okay, ein Headshot reicht wohl. Sehr schön. Gefällt mir. Mhm. Und das machen wir jetzt ganz einfach so. Okay, das funktioniert leider nicht mehr. Schade. Ja, einigermaßen geht's doch. Eine Röstkrabbe. Lecker. Und dann lassen wir dich einfach hier runter scheppern. Wunderbar. Für einen Holzfall, wow. Gut. Diese Ruinen sind wohl zu klein dafür, dass sie einen eigenen Namen besitzen, aber ist mir eigentlich relativ egal. So. Eine rostige Dingenskerne haben wir bestimmt auch noch nie fotografiert. Ich würde nur gerne mein Ding wechseln. Dankeschön. Doch, haben wir schon. Okay, gut. Iron Gras nehme ich mit. Mal schon unter die Steine schauen. Kann man Rubine und was noch alles finden. So. Jetzt habe ich mich schon wieder etwas vom Daphnosberg entfernt, nicht wahr? Oh, hier haben wir mal ein paar Quarz zusammengeführt. Ah, ich weiß, welche das waren, ja. Ich erinnere mich. Ich hoffe mir immer wieder Sportkröten unter Steinen zu finden, aber ich finde alles andere. Nur keine Sportkröten leider. So. Gut, das ist eine coole Brücke da drüben. Das ist die beim zum Kolosseum führt, genau. So. Da hinten steht ein blauer Moblin. Da steht ein blauer Moblin. Die werden jetzt auch mal geklatscht. Okay, höre ich nicht sogar. Passt schon so. So, dann scheppere ich dir mal sowas da rein. Am besten in den Kopf. Sehr schön. Freunde hast ja eh keine, habe ich gehört. Da war eine Sportechse. Na gut, aber Sportkröten sind eh besser als Sportechsen, habe ich gehört. Batz! Gute Nacht. So, jetzt haben wir die perfekte Gelegenheit, die zwei Sachen hier zusammen zu fusionieren. Und einen Mega-Reise-Zweihänder zu erschaffen. Zweihänder mit Reise-Zweihänder. Sehr schön. Obwohl es actually ein Reise-Zweihänder mit einem Reise-Zweihänder ist, aber ist ja egal. Ist ja egal. So. Diese Gegend hier kommt mir verdammt bekannt vor, aber ich glaube nicht, dass wir hier schon mal gewesen sind. Ich gucke kurz in den Brunnen runter. Nein, hier waren wir auch noch nie. Was geht hier unten ab? Okay. Was macht er denn da? Trainiert einfach gegen eine Vogelscheuche hier unten im Brunnen. Warum auch immer es hier unten sein muss. Was ist deine Mission, Bruder? 1, 2. Was zählst du da? Ach, nur so. Ich zähle nur gerade die Gründe, die ich habe, um jemanden Bestimmtes zu hassen. Weißt du, es gab da Zwischenfälle mit diesem jemand, bei dem meinen Brüdern schlimmes Leid angetan wurde. Ich habe so auf diesen Moment gewartet, Link. Oh nein, ist das etwa... Für meinen Bruder! Es ist ein Jäger, der eine neue Waffe hat. Okay. Moment, ich hab's drauf. Warte, ich. Zack! Verdammt! Sehr schön. Bis das. Gute Nacht. Und der droppt natürlich, wie man es kennt, Schwertbananen. Das Lieblingsessen der Jäger ist quasi das böse Gegenteil zu den Chica. Diese Frucht wächst hauptsächlich in den Wäldern von Firone. Das Fruchtfleisch verstärkt die Körperkraft, gekocht verstärkt sich dieser Effekt hoch. Oder noch mehr. Was hat der hier gedroppt? Ein Sanshin-Kurzschwert. Okay.
Habe es noch nie einen Jäger gesehen, der mit dieser Waffe kämpft. Ist in dem Fall neu in Breath of the Wild, in Tears of the Kingdom. In Breath of the Wild haben die immer ihre Enthaupter benutzt. Ein einschneidiges Schwert des Shika-Stamms. Die kleine zerfressene Klinge bewirkt höhere Angriffskraft bei Überfällen als gewöhnliche Klinge. Nice. Ja, das nehme ich natürlich, das würde ich natürlich gerne mitnehmen, dieses schöne Ding. Darum lasse ich jetzt auch mal das Schwert mit dem Soldatenschwert hier. Sanshin-Kurzschwert. Mag ich. Sehr gut. Wunderbar. Sonst noch was hier? Da steckt sogar noch ein zweites drin, sehe ich gerade. Das heißt, wir könnten ein krasses Doppelding machen. Pass auf. So. Und dann machen wir das hier. Und dann haben wir ein doppeltes Sanshin-Kurzschwert. Ha, nice. I like. Da ist noch ein Riesenleuchtsamen. Gibt es sonst was hier unten? Oder war das rein nur für den Jäger? Ja, ich weiß, da war noch. Oh, guck mal da. Guck mal da, guck mal da. Ich hätte bitte gerne meine Eisschleimgelee, die mir auch bald schon wieder ausgehen. Verdammt. Haha, es funktioniert einfach perfekt. Mag ich. Mag ich sehr gerne. Okay, zurück nach oben. Hier ist ein Reisender auf Weg. Mit dir kann ich doch sicher verhandeln, nicht wahr? Ja. Was denn los? Suchst du jemanden zum Quatschen? Warte, Brigo? Das ist doch der von der Prologia-Brücke, ne? Glaube ich, aus Breath of the Wild. Du hast Glück, denn Quatschen ist mein Spezialgebiet. Ah. Seit kurzem untersuche ich das Auftauchen dieser Abgründe im ganzen Land. Sollen sich mittlerweile welche auftun. Glaubhaften Quellen zufolge gibt es auch einen hier ganz in der Nähe. Aber ich habe überall gesucht und nichts gefunden. Das kann doch gar nicht sein, oder? War die Info doch falsch? Oder habe ich einfach Tomaten auf den Augen? Keine Ahnung. Aber in dem Fall kann ich nicht mit dir reden. Ein Abgrund hier in der Nähe. Puh. Ich sehe jetzt auch nichts. Außer der da. Aber das ist ja auf dem Plateau. Und der da drüben. Sonst. Ich weiß nicht, ob das da hinten als Abgrund zählt. Ich würde sowieso vorschlagen, dass wir jetzt wieder Richtung Daphnosberg zurückkehren. Das haben wir uns ja doch ein bisschen davon entfernt, ne? Wie schnell man sich immer verliert hier in der großen Welt von Tears of the Kingdom. Aber euch habe ich noch nicht abgelichtet. Sehr schönes Foto, Dankeschön. Aua! Zählt ihr ein? Komm her. Macht mich kalt. Dankeschön. Was hast denn du hier dabei gehabt? Ein Hartholzast. Okay. Das habe ich aber noch. Doch, habe ich schon fotografiert. Okay. Ah, dein Knochen wäre interessant. Darum machen wir jetzt mal Folgendes. Weil das einfach eine viel stärkere Waffe ist, so. Gut. Weiter geht's. Warum ist das hier so eine große Plattform? Steht hier was anderes? Nee. Warum gibt es hier so viel Material zur Verfügung gestellt? Habe ich jetzt noch nie gesehen, so eine Riesenplatte. Naja, sei es drum. Zu dem Monsterlager da drüben gehe ich jetzt mal nicht hin. Weil es, glaube ich, alles blaue Bockblins sind. Euch sollte ich auch mal vor. Foto, fotografieren. Ja, das wäre sehr schön. Dankeschön. Könnt ihr gleich mal herkommen, wenn ihr wollt. Und meine Axt spüren. Dankeschön. Ist das ein einzelner Stein? Ist das ein Krog? Oh mein Gott. Als ob. Ihr Schlawiner, Alter. Ich hab's gerade so im Augenwinkel gesehen, ne? Gerade so. So, hier sind mächtige Materialdepots sind hier überall, ne? Was soll mir das sagen? Bringt mir das überhaupt irgendwas?
was stelle ich jetzt mit bei diesem Jasmin-Brunnen an? Ich kann doch da nicht einfach so runterspringen. Oder? Entdeckt. Brunnen am Daphnosberg. Wenn ich da reinklettere, dann verwese ich doch. Oder nicht? Ne, ich kann da theoretisch einfach runter. Und ja, das ist ein Abgrund. Na gut, YOLO. Wow! Mitten ins Wasser gefallen. Ach Gott, es ist hier unten dunkel. Zum Glück ist hier unten Wasser. Okay, Leuchtsamen. Gibt's hier einen großen? Ja. Geht. Dankeschön. Oha, Alter. Hey! Da hinten sind doch die Statuen, da waren wir doch schon mal. Ja! Da waren wir letztes Mal, als wir Rubelo getroffen haben dort. Okay. Ihr Knospen, jawohl. Oh nein, da unten sind Miasma-Monster. Nice. Hm? Oh, Sonanium. Her damit. Ganz plötzliche random Erkundung hier im Hintergrund. Aber ich glaube, ich werde hoffentlich nicht allzu weit hier rumschreiten. Was? Gibt's Sonarbauteile? Warum liegen denn hier Sonarbauteile herum? Irgendwas sagt mir, ich kann hier was Cooles zusammenbauen, theoretisch. Soll ich hier irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Oder ist das auch nur so eine Art Depot? Nein. 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 Schon das und dann wieder den hier und dann... Yit! Jawohl. Sind gar nicht mal so selten, ne? Und was sind das da für blaue Lichter? Kann ich die auch fotografieren? Nee. Ein Irrlicht. Eine im Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel. Sie scheint zu pulsieren und fühlt sich nicht heiß an. Vielleicht findet sich ein Nutzen für sie. Ein Irrlicht? Okay. Kann ich bitte den Rest auch noch aufsammeln? Ich will nicht ins Miasma reingehen. Bitte. Hallo? Okay, das da in der Mitte kriege ich wohl leider nicht, aber das hier kriege ich noch. Ein Irrlicht, warte mal. Es gab doch beim Spähposten der Ebene von Hyrule so eine komische Statue, die irgendwas von Irrlichter gesagt hat, nicht wahr? Hat das damit irgendwas zu tun? Möglich wäre es. Sag mal, gibt es hier unten in der Nähe nicht zufällig eine Wurzel oder so? Da hinten sind noch mehr Irrlichter. Wie gut das einfach funktioniert, ne? Bin ich gespannt, was man mit diesen Irrlichtern anstellen kann, ey. Was ist das denn? Ist das ein Hinox? Das ist einfach ein Miasma-Hinox, glaube ich. Oh mein Gott. Also gegen den werde ich ganz sicher nicht kämpfen, bevor ich nicht gegen den normalen Hinox gekämpft habe. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Hilfe. Ist der da am Miasma abbauen? Da klebt ein Exalfos. Hab ich direkt gesehen. Sonanium-Bockblind, was? Okay. Weil er Sonanium transportiert, oder was? Ist aber trotzdem ein ganz normaler Bockblind irgendwie.
Oh nein, warte, 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 Bruder, warte. Warte. Ich bin überfordert. Ich brauche eine gute Waffe. Eine gute und schnelle Waffe. Das ist nicht gut. Nein, ich wurde schon wieder. Hilfe! Was ist das? Hilfe! Diese gottverdammten Exalfos, die sind so schnell! Muss erstmal fliehen. Moment. Einmal für dich. Gute Nacht. Okay. Puh, Alter. Die sind nicht zu unterschätzen, ne? Wenn die dir hier unten so die Sachen abziehen können, ne? Ich riskiere es. Okay, ich bin einfach drüber gesprungen, alles klar. Aber hier, so ein Anium kann man auch fotografieren. Wie ein normaler Erzbrocken. Gilt auch als Schatz. Bauen wir den Shit noch schnell ab und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Wir haben eh schon wieder Überlänge, leider. Was ist denn leider? Tears of the Kingdom ist halt einfach ein geiles Spiel. 125 Sonarium schon. 125. Krasser Shit. Alter. Es bockt immer mehr, ne? Ja. So viel dazu, ne? Oh, ihr schon wieder. Ihr schon wieder. Ich habe mich gerade gefragt, was sind das schon wieder für Geräusche? Oh nein. Das Ding ging kaputt. Wo bist du? Komm her. Neben du. Warte, ich sollte die vielleicht fotografieren, ne? Hat's gegolten? Ja. Minigama? Das ist so geil. Aua! Seid ihr ein? Was das? Minigama. Ist ja interessant. Nein, hör auf! Nein, vorbei. Überforderung, Hilfe! das hier bitte, danke. Und dann den hier und Eat. So. Gibt's da noch irgendwas? Sieht mir nicht danach aus. Okay. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen da und schaltet zur nächsten Folge wieder ein, wenn es an der Oberfläche wahrscheinlich wieder weitergeht. Bis dahin, haut rein und ciao.